Hallo Leute, ich wollte euch heute gerne noch wieder ein Buch vorstellen, das ich schon letzten Monat gelesen habe, aber irgendwie nicht dazu kam, es zu rezensieren, weil es da noch nicht erschienen ist. Und jetzt mittlerweile ist es aber erschienen und es ist jetzt Zeit, dass ich es euch rezensiere. Denn ich habe dieses gute Stück als Testleserin. Ich hatte gerade das Wort Testleserin vergessen. Als Testleserin gelesen bei der lieben Larissa Wolf. Und deswegen stelle ich euch jetzt mal vor, ich habe das Taschenbuch noch nicht hier, es kommt aber irgendwann mal. Deswegen blende ich es euch erstmal ein und zwar rede ich von London Love, von also Josh und Annie, von Larissa Wolf, wie gesagt. Habt ihr jetzt hoffentlich gesehen, habe ich jetzt aber auch hier in dieser, also es ist ein Lesezeichen, habe ich bekommen. Und hier ist das Cover halt auch mit drauf, deswegen zeige ich das auch mal so, während ich darüber rede. Und zwar hat dieses Buch im Taschenbuchformat, soweit ich weiß, 370 Seiten, hatte mir Larissa gesagt. Als E-Book hatte es um die 290 irgendwas, stand zumindest auf Amazon, aber ich verlinke es euch in der Infobox. Könnt ihr ja mal nachgucken, falls euch das interessiert, aber ansonsten könnt ihr euch das Buch da halt auch mal ansehen. Es hat halt, wie gesagt, es wird als Taschenbuch für 9,99 verkauft und als E-Book, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, für um die 4 Euro irgendwas, wie gesagt, Link in der Infobox. Und ansonsten, ja, ist das Cover sehr hübsch. Wir waren ja auch im Cover-Erstellungsprozess involviert, wie ich schon im Lesemonat, glaube ich, erzählt hatte. Und ich finde das Cover einfach wirklich sehr hübsch. Es hat auch viel Lila in sich, was wieder meine Farbe ist, klar, wisst ihr wahrscheinlich. Ich finde es aber hübsch. Wie findet ihr es denn? Schreibt mir es mal in die Kommentare. So, ansonsten fangen wir einfach vom Inhalt jetzt an. Es geht halt um Josh und Annie. Wer hätte das gedacht, wenn es schon auf dem Cover steht? Die beiden treffen sich im Wartezimmer einer Psychologin, weil sie beide unterschiedliche Probleme haben und dabei Hilfe brauchen, darüber hinwegzukommen. Zum einen ist da Annie. Sie ist angehende Schauspielerin, ist kurz vorm Abschluss einer Schauspielschule und muss für ihre Abschlussprüfung in einem Theaterstück die Hauptrolle spielen, und zwar ein krebskrankes Mädchen. Und das ist ihr Problem, denn sie hatte selber mal Krebs, ich glaube Lymphdrüsenkrebs war es, und deswegen hat sie Probleme, es zu spielen, denn sobald sie sich in diese Rolle versetzt, kommt die alte Panik wieder hoch, die sie hatte, als sie selber Krebs hatte, und sie kommt einfach nicht damit klar und kriegt ständig Panikattacken auf der Bühne, während sie versucht, diese Rolle zu spielen, und braucht deswegen Hilfe, darüber hinwegzukommen, dass sie mal Krebs hatte, und geht zu dieser Psychologin. Wie gesagt, im Wartezimmer trifft sie dann Josh. Josh ist ein sehr erfolgreicher Bestseller-Autor von Thrillern und sieht auch ganz gut aus, würde ich mal behaupten, so sagt es zumindest Annie. Aber er hat auch so seine Probleme, deswegen ist er ja auch bei der Psychologin. Zum einen ist er ein Sozialphobiker, er hat Schiss vor Menschen, er hat Schiss vor fremden Menschen, er hat Schiss vor großen Menschenansammlungen, er hat an sich irgendwie Schiss vor neuen Situationen, wo er halt fremde Menschen treffen muss. Und dementsprechend hat er auch Schiss vor Annie, als sie auf ihn zugeht und mit ihm reden möchte. Und ja, dass das nicht so gut ist für jemanden, um bestimmte Beziehungen zu haben, ist klar. Aber trotzdem nähern sich die beiden irgendwie an und irgendwann geschieht auch so die kleine Liebesgeschichte, weswegen es ja auch London Love heißt. Und beide versuchen kontinuierlich an sich zu arbeiten und diese kleinen Probleme loszuwerden. Aber dann eines Tages kommt etwas ans Licht, was alles irgendwie zerstören könnte und was mit Josh' Vergangenheit zu tun hat und wieso er überhaupt diese Sozialphobie bekommen hat. Und ich muss euch schon jetzt sagen, es ist wirklich ein heftiges Geheimnis quasi. Ich fand es aber richtig gut gemacht, weil es etwas ist, was nicht in jedem Buch vorkommt, was aber irgendwie im Moment in letzter Zeit oft in den Medien vorgekommen ist. Und es wundert mich halt, dass das nicht so oft in Büchern vorkommt. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt. Aber es war auf jeden Fall gut. Es war richtig emotional erzählt. Und ich konnte Josh' Gefühle und seinen Hintergrund und diese ganze Geschichte um ihn herum richtig gut nachvollziehen. Es war wirklich gut gemacht von Larissa. Da habe ich sie auch wirklich gelobt, glaube ich. Oder haben sie auch alle gelobt, weil alle das richtig gut fanden. Mein Problem mit diesem Buch war einfach nur Annie. Ich weiß nicht, ob ich ein Problem mit ihrem Charakter an sich hatte, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ihr Problem mit dem Krebs halt einfach in den Hintergrund gerückt ist, weil Josh
Joshs, keine Ahnung, Problem einfach so dominant war oder seine Probleme, er hat ja mehrere, und dass sie einfach schwerer zu überwinden waren quasi, und deswegen ist Annies Geschichte so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und deswegen war sie mir vielleicht nicht so ganz so nah wie Josh, und deswegen konnte ich manche ihre Handlungen oder Entscheidungen nicht so ganz nachvollziehen, und manchmal erschien sie mir halt nicht so ganz so sympathisch, wie Josh es war. Aber an sich fand ich sie halt auch nicht schlimm. Sie war mich jetzt nicht abstoßend und ich fand sie auch nicht schrecklich oder so. Ich fand sie nun halt nicht so ganz so toll wie Josh quasi. Ich fand aber die ganzen Nebencharaktere wirklich sehr gut ausgearbeitet. Die gab es ja auch und die hatten auch alle ihre so Probleme. Es gab quasi so eine Clique, die alle halt sich bei dieser Psychologin getroffen haben und alle ihre bestimmten Probleme hatten. Und ich fand es gut, wie die ausgearbeitet wurden, was die für Probleme hatten. Und soweit ich es erfahren habe, gibt es von denen dann jeweils auch noch weitere Bände. Von daher kann ich mich da auch schon drauf freuen, weil so manche der Charaktere fand ich richtig gut. Aber die kamen halt ein bisschen kürzer, weil sie halt nur Nebencharaktere sind. Hatte ich gesagt, dass die Geschichte aus den beiden aus den beiden Sichtweisen erzählt wird. Also es wechselt immer ab zwischen Annie und Josh. Und da erfährt man auch quasi was über ihre Familiengeschichten und wie sie dazu dahin gekommen sind, wo sie gerade sind. Und wie sie die bestimmten Dinge sehen, auch aus verschiedenen Sichtweisen. Das fand ich sehr gut. Und ich muss sagen, dass Larissa es sehr gut geschafft hat, die ganzen Klischees irgendwie zu vermeiden. Ich würde jetzt nicht beschwören, dass da kein Klischee drin ist. Aber so die üblichen, wo man denkt, jetzt kommt's, kam einfach nicht. Und das fand ich richtig gut. Zum Beispiel dieses übliche Klischee, derjenige ist zu gut für mich, ich habe jetzt dieses und dieses Problem, ich muss jetzt deswegen Schluss machen, das kam einfach nicht. Obwohl man bei bestimmten Szenen daran gedacht hat, das kommt jetzt, aber es kam einfach nicht. Stattdessen haben die Charaktere einfach an sich gearbeitet und auch an der Beziehung gearbeitet. Und das fand ich richtig gut, dass das nicht mal so klischeehaft war, oh, überdramatisiert oder so, sondern die haben halt einfach versucht, es besser zu machen jedes Mal, und das hat auch meistens geklappt. Und deswegen fand ich die Geschichte so schön und so erfrischend. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe dem Buch letztendlich 4 Sterne gegeben. Es war auf jeden Fall ein sehr gutes. Wenn das mit Annie, mein Problem mit Annie nicht gewesen wäre, hätte es auch sicher 5 Sterne gekriegt. Aber so war es trotzdem richtig gut und ich kann es auch empfehlen. Und so sieht es aus. Ich muss sagen, es hat mich ein bisschen, beziehungsweise andersrum, Amy und Matthew habe ich ja auch rezensiert. Hat mich so ein bisschen an diese Geschichte erinnert, weil die beiden ja auch ihre einzelnen Probleme hatten und dann zusammen irgendwie dran gearbeitet haben. Ich hatte das ja über den ganzen Monat Mai verteilt gelesen und dann habe ich ja Amy und Matthew gegen Ende angefangen und dann quasi auch noch parallel gelesen. Und dann sind mir schon so ein paar Parallelen aufgefallen und ein paar Sachen, die halt ähnlich waren in beiden Büchern, aber trotzdem sind sie total unterschiedlich. Aber ich würde sagen, falls ihr Amy und Matthew mochtet oder daran interessiert wart, könnte das hier auch durchaus was für euch sein. Es ist zwar anders, es ist mehr Contemporary Romance, mehr so erwachsenerer, würde ich es nennen, weil die beiden Protagonisten hier auch schon ein bisschen älter sind, obwohl sie bei Amy und Matthew auch ja immer älter werden. Aber auf jeden Fall geht das so in die ähnliche Richtung, würde ich sagen, und würde ich auch euch empfehlen, falls ihr halt das eine mochtet, könntet ihr auch das andere mögen. Dementsprechend schaut es euch mal an, falls ihr Lust habt. Es ist eine Self-Publisherin, Larissa, und ich denke, da sollte man immer irgendwie versuchen, die zu unterstützen, besonders wenn die halt gute Schriftsteller sind, so wie Larissa es ist, weil ja die ganzen Verlagsdinger werden ja auch so schon irgendwie überall gezeigt, und ich finde, sowas verdient auch seine Aufmerksamkeit, was es halt nicht so leicht bekommt, weil es halt keinen großen Verlag hinter sich hat. Auf jeden Fall schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr darüber schon was gehört habt, wie ihr das Cover findet und ob ihr das jetzt vielleicht lesen möchtet. Und ansonsten sage ich hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye, Leute!